ist Ranja und die Easy und ich spielen heute Escape Rooms, beziehungsweise wir spielen es nicht mehr, wir escapen auf. Verrotten in dem Room! Entschuldigung. Ich finde es super süß, wenn man in dem Spiel hier hüpft, dann macht man so kleine Saltos. Hä, ich nicht? Wie du nicht? Bei mir nicht. Mache ich ein Salto? Da bist du wohl nicht so ein krasser Ausbrecher wie andere hier. Wieso mache ich kein Salto? Das ist voll cool, guck mal, auch wenn ich gegen Sachen laufe. Oh, nee, aber bei denen geht es nicht. Gegen aber bei dem anderen hat es Salto. Also wenn ich gegen die Wand laufe, ich möchte den kriege ich Blut. Guck, und ein Salto. Ja, ist ja gut. Enchanted Forest Multiplayer. Wollen wir das machen? Ja, okay. Warte, ich kann eine Party aufmachen. Ah, Create Party. Join Party. Mit ein bisschen Glück. Kommt keiner nach dir. War da. Genau. Keine Ahnung. Ah, perfekt. Ja, du bist drin. Ich kann dich kicken. Ja, ich bin drin. Nein, bitte nicht. Okay. Du gehst los? Voll gut bis jetzt, ja? Hast du schon mal im echten Leben so ein Escape Room gemacht? Nein, du etwa? Ja, aber ich bin nicht rausgekommen. Das war mit meinem Ex-Freund und seinen Großeltern. Und seiner Mom. Und wir hingen da fest und dann hat es nicht geklappt. Und sein Opa war richtig wütend. Oh nein. Oh, wie peinlich. Und wir waren alle nur so... Oh nein. Keine Ahnung, wie wir hier rauskommen. Tür einschlagen. Wir waren einfach viel zu langsam. Wir haben die Rätsel gelöst, aber es hat einfach viel zu lang gedauert. Oh mein Gott. Wir hatten nicht mehr die Hälfte oder so. Ja. Und vielleicht dann haben können wir uns rausgeholt. Ja. Ich glaube, ich habe Talente. Ich kann das jetzt. Ja, genau. Ja, ich sag, wir wurden zurückgehalten durch die Großeltern. Oh ja, wir haben Time Remaining 60 Minuten. Warum 60 Minuten? Ja, ich vermute, weil das Spiel 60 Minuten dauert. So, machst du dich auf eine große Folge? ich meine, wir schaffen das bestimmt schneller. Ich meine, als ob du da eine Stunde für brauchst. Ich bitte dich. Wir müssen einen Weg aus dem Wald finden, steht da. Ja, nee, so schwer. Ich meine, ob sich der jemand hingesetzt hat. Hier ist eine Kombination. Und, okay. Saugut. Da muss man hier und eingehen. Da kann man die Felder bunt machen. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal Farben finden, um die Felder bunt zu machen. Finden wir hier irgendwo Farben? Farben finden, um die Felder bunt zu machen. Wenn du draufklickst, werden die Treppen bunt. Nach oben müssen wir schon nach oben. Okay, ich gehe mal auf die rechte Seite. So, hier ist ein Buch, da steht bestimmt irgendwas okay, drin. Okay, gut, dann gehe ich schon mal runter und klicke die Farben. Ah, ich kann dir die Farben sagen. Perfekt. Gelb, grün, blau, pink und weiß. Okay, gelb, dann kommt grün, dann kommt blau. Geschafft? Okay, sorry, Google. Also, wir haben es geschafft. Ja, mein Google Home redet mit mir aus einem Grund. Ja, ich merke schon, aber wir haben es... Hey, ich will keine Hip-Hop-Videos abspielen. Was soll denn warum soll ich doch, das wohl? Eine Runde tanzen, warum nicht? Okay, wo geht's denn weiter hier? Hier ist alles noch zu. Hier hinten ist ein Auge. Okay, ich glaube, wir müssen noch mehr Rätsel lösen, Easy. Vielleicht müssen wir den Schalter da drücken. Wo ist denn der Schalter? Ja, den Schalter wollte ich auch gerade sagen. Den sollten wir drücken. Genau, was? Der Schalter ist zu hoch. Wenn wir nur etwas hätten, um da hochzukommen. Oh, um ihn zu erreichen. Wenn wir da nur etwas hätten. Ich gehe nochmal. Keine hoch. Ahnung, kann ich dich nicht hochheben oder so? Nö, das ist ja Quatsch. Irgendwas? Wir nehmen dieses Pult. Das geht. Ah, nicht. Hier ist doch ein Geheimgang. Wieso gehen wir da nicht hin? Ja, siehst du? Du kleiner Angeber. Die Easy. Die macht das mal wieder alles die hier. Easy. Die Easy. Ja, die ganz offensichtlich. Genau, wo ist denn hier ein Geheimgang? Ja, hinter dem Wasserfall. Wo denn sonst? Hast du nie Tomb Raider gespielt? Oh. So. Ich habe ihn gedrückt. Ist hier jetzt irgendwas aufgegangen? Hier? Nee, doch nicht. Ah, warte. Nee, wir können mit dem Stab können wir uns an den Schalter hängen. Sag mal, wieso komme ich da nicht ran? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe aber gesehen, dass ich in meinem Inventar einen Hammer habe. Wollte ich nur jetzt in die Runde werfen. Ich habe einen Hammer. Wenn ich Open Inventory drücke, dann habe ich da einen Hammer. Jetzt habe ich ihn umgelegt. Sau gut. Okay, jetzt ist hier was aufgegangen. Weiter. Hier ist direkt wieder ein Blatt Papier. Okay. Steht da was drauf? Ist hier irgendwo, werden hier irgendwelche Farben projiziert können oder wir sowas? Das sammeln? Klick mal drauf. Hier steht was drauf. Ach, hier steht's. Okay, was? Da steht dran. Das ist irgendein Enter Rätsel. Secret Password. Oh, das Secret Password ist... Also, es sind ein paar Buchstaben groß gedruckt. Vielleicht hat es damit was zu tun. Aber... Ronja, ich kann wieder nicht rauszoomen. Ach, wie lang ist denn dein Passwort? Was du brauchst? Das weiß ich nicht. Hier steht Make Your Time Count und das E vom Time ist groß geschrieben, was mich... Da wo kannst du der Annahme leitet. Kann man das hier lesen einfach? Enter Secret Password. Make your. Okay, ich sag make time und dann nochmal
Nee, make your make e. your und dann mit dem E am Ende. Jure. Incorrect. Stimmt. Incorrect. Nicht. Ist nicht richtig. Vielleicht einfach okay. Nur E? Nein, ich hab's. Du hast. Okay. Ja. Escape. 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 Ja, mit Egg am Anfang wie Ei, nur zwei Gs. Egg. Und dann S-C-A-P-E. S-C-A-P-E. Ich hab's jetzt mal groß geschrieben, falls es nicht klappt. Oh doch. Yeah! Das ist ja verrückt. Ja, im richtigen Escape Room wären wir schon längst draußen. Oder? Ja, ist echt so. Easy going. Da würde ich niemals drinnen festhängen und ich dann nach einer Stunde rausgeholt werden. Vom nachdem dir der Dings, da gibt es ja immer so einen, der die Tipps gibt über Mikrofon, über Lautsprecher. Wirklich? Ja, ja, und dann der bist du immer Tipps verzweifelt gibt. Und bist so, ja, wir kommen nicht weiter, wir brauchen einen Tipp. Und selbst wenn dir der Tipps gibt, dann kommst du nicht raus, wenn du so schlecht bist wie ich. Warte, wir sind raus? Warte, dafür haben sie eine Stunde angesetzt? Nein, ich glaube nicht. Das wäre verrückt. Wir sind nur aus einem Level raus. Okay, wir sind jetzt aus der Höhle raus und jetzt sind wir tiefer im Wald, sage ich. Richtig. Sieht zumindest danach aus. Ja. Okay, ja. Gut. Dann sind wir jetzt im Wald. Dann lass mal schauen. Weiter geht's. Ist hübsch. Sieht schön aus, ja. Wir sind blumen. Mit den Sonnenstrahlen und so. Wir sind fahren. Oh, eigentlich können wir auch hier bleiben. Ja. Warum soll ich hier escape? Guck mal, hier sind Knalle reich. Wir haben hier Diamanten. Ja, geil. Dann lass hier bleiben. Was ist mit dem Video? Hat euch gefallen? So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Okay, warte mal, hier leuchtet was. Ah, ne, ist wieder nur ein Kristall. Hier in der Mitte. Ah. Du musst mit in die Mitte okay, kommen. Okay, ich sag jetzt kommt sowas wie, zähl die Kristalle. Oder irgend sowas Blödes. Wow, ein Steinpodest. Ich frag mich, wofür das gut ist. Es ist eine Uhr, es ist eine große Uhr. Seien wir ehrlich. Oh und das Gott, links ist das Zeichen von Comedy Central. Sowas. Sowas könnte man nur am Livestream spielen, glaube ich. Ja, weil wenn man nicht weiterkommt, können die Zuschauer machen, das siehst du da auf meinem Kopf. Ich stehe nicht auf deinem Kopf. Ich habe das aber schon mal gemacht, da habe ich irgendwie Zelda oder sowas gespielt. Und da haben da wäre ich nicht durchgekommen, wenn mir die Leute nicht die ganze Zeit gesagt hätten, Ronja, mach jetzt das. Und es waren trotzdem 18 Stunden, die ich da gehangen habe. 18 Stunden? Ja, ich wollte das Spiel durchspielen. Ach du heilige Kinder. Okay, pass auf, wir müssen jetzt erstmal hier hin. Guck mal, das ist das Erste. Da müssen wir den ersten Zeiger drauf zeigen, hier auf das C. Meine Theorie ist, ja, man hat so ein bisschen die Sonnenstrahlen, das ist offensichtlich, muss da das Licht oder irgendwas zum Dings zeigen. Oh, warte mal, kann ich hier drücken? Oh lol, man kann auf die Buchstaben drücken. Auf die Buchstaben? Nicht auf die römischen auf Zahlen. Auf die Zahlen, ne? Ja, römische Zahlen sind doch, nee, das sind Zahlen, das sind oder? Zahlen. Okay. Also, wenn sind ich römische hier, Zahlen Buchstaben? Ich weiß nicht. Ich glaube, die 9 ist näher dran als die 10. Das ist eine 9, sage ich. Das ist am nächsten dran. Okay. Danach kommt das mit dem blauer Kasten und zwei kleine orangene Kästen. Ah, das ist das hier. Aber das gibt nur die drei Symbole. Oh. Ja. Ich glaube nicht, dass du auf die drücken musst jetzt. Aber man muss auf jeden Fall die Zahlen leuchten. Ich glaube, wir müssen erstmal weiterlaufen und gucken, was für Zahlen wir kriegen. Okay. Wir werden uns bestimmt drei Ziffern sagen, die wir anklicken müssen. Okay. Und wir müssen dann jedem was finden, glaube ich. Das kann sein. Das kann durchaus sein. Okay, hier geht es jetzt erstmal lang. Das ist ja eine riesige Map. Das ist ja Wahnsinn. Oh, warte mal, hier ist eine große Tafel. Da sind bestimmt Tipps drauf. Gott sei Dank, das ist ein Puzzle. Hä? Ah! Oh Gott, das sind irgendwelche... Okay, kannst du puzzeln? Warte, ich bin konfus. Was müssen wir jetzt hier machen? Ich habe hier ganz viele bunte Farben, wenn ich auf das Puzzle drücke. Und ich glaube, die muss man auswählen. Ah, jetzt weiß ich, du musst sie verbinden. Ich muss die verbinden? Du musst die Farben verbinden, die zusammengehören. Oh, du bist gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich dich. Sonst wäre ich hier wieder. Kein Wunder, dass ich das nicht schaffe, ha? Ja. So langsam. Da gab es auch mal ein Handyspiel zu so einem ähnlichen. Warte, ich glaube, ich habe es geschafft. Sie. Ja, nice! Oh, Gott sei Dank. Es ist offen. Ich habe mich da nämlich schon wieder etwas verrannt. Ja, okay. Cool. Dann sind das Zahlen einfach. Egal, oder was? Hab hier ein F. Da hinten das steht. Das ist ein F. Ja. Ein S, oh, warte mal. Wenn ich draufstehe, dann leuchtet der Kreis. Okay. Dann stelle ich mich mal auf das S. Warte mal da. Okay. Jetzt leuchten beide. Hier ist die bleiben auch leuchten. Hier ist ein Kreis, der leuchtet rot. Das ist eine Tür, die ich damit öffnen kann. Glaube ich. Ja. Hier ist ein E. Wir müssen bestimmt irgendein Wort bilden. F-S-T. Was hast du? Entschuldigung. Was hast du? Ein I? E. Was hast du? E. Und ich hatte was? S und B. B? F-E-S-T. Fest? Fest. Nee, was? F-E-S-T. Fest. Fest. Fest.
Ja, aber das haben wir doch jetzt richtig angeklickt eigentlich. Ach so, Fest heißt Find the Secret Entrance. Ah! Also müssen wir erst auf F gehen, dann okay, auf T, dann auf S und dann auf E. Okay. F, T, S, E. Okay, momentan leuchtet noch nichts, oder? Okay, dann gehen wir okay, zuerst hier ist auf nämlich das F. Das leuchtet F. Jetzt. Dann gehe ich rüber auf das E. T. F, T, nein, nee, nein. Warte. Ach so, doch. F, T, S, E. F, T, S, E. F, T, S, E. Also ich gehe jetzt auf das T und dann auf das S und dann gehst du auf das E. Okay, ich bin bereit. Ja, noch nicht. Ich muss erst zum anderen kommen. Warte. Hier hinten ist das T. Okay. S und jetzt du. Okay. Bist du auf S gewesen? Ja. Okay, dann bin ich jetzt auf E. Okay, ich gehe mal zum Geheimgang, ja? Und drücke jetzt da drauf. Und ich hoffe, jetzt klappt's. Ja. Ja. Yes! Sau gut. Oh, wir sind so genial. Voll gut. Oh Gott, noch so eins? Okay, was kommt dieses okay, Mal? Okay, hier ist ein I. Oh, warte, da ist bestimmt wieder so ein Schild dran, was da hängt, oder? Was steht da? Ja. Viel Spaß dabei. 24013. So, liebe Freunde, das war's mit dem heutigen. Nein, aber weißt du was? Es ist kein Mathe. Es ist kein Mathe. Nein, es ist kein Mathe, denn das sind römische Zahlen. Das sind 24. Also nein. Hier, guck mal, hier ist ein M, da ist ein I, das sind keine Zahlen, das sind römische. Achso, dann ist es doch Mathe. Es ist doch Mathe. Achso, dann ist es ja gerade Mathe. Es ist, glaube ich, es ist Mathe. Also, wenn da irgendwo steht x gleich 2, dann ist das Mathe. Also ich sehe auch ist ein 2, ja? X ist 2. Okay, ah, warte, wir kriegen das raus. Warte mal. Also wir müssen auf das X, also 24013. Genau, 24013. Das X ist eine 2. Das heißt, wir gehen. Was haben wir denn alles? Das wir macht haben gar keinen Sinn. Ein I, ein X. D ist keine römische Zahl, oder? Ups, ich bin aus dem D gelaufen. Ein. Was ist ein C? Doch, C ist 100, oder? C ist 100, aber... Und D ist 1000, glaube ich. Ah, oder so. Okay, ja, okay. Und M ist Millionen, glaube ich. Oder sowas. Na, oder? M also, kam früher. I ist 1. I ist 1. Also wir haben 1, 10, 100, 1000 und okay. 10.000 wahrscheinlich. 10.000 so wahrscheinlich, ja, ja. Aber was hat das jetzt mit unseren Zahlen hier zu tun? 2. Oh, ich glaube, ich weiß es. Quasi, okay. wir fangen an der einer Stelle an. Weißt du, und dann machen wir dafür das. Wir müssen die Zahl zusammen machen. Ne? Aber das ist auch Quatsch. Weil x ist ja nicht die 1. X ist ja die 10. Das heißt. Aber nee. Wenn wir dreimal auf den gehen, lass doch mal dreimal auf den gehen. 1, 2, 3. Jetzt ist der geleuchtet. Okay. Okay. Hier jetzt auf den einmal. Nee, zweimal, oder? 3 für 0. Also hier darf ich nicht drauf. Geh nicht nochmal drauf, nicht nochmal drauf. Ich geh nicht drauf. 1, so, und jetzt müssen wir, glaube ich, auf, wir haben noch das C. 1. Du machst es. Und jetzt noch 4-mal da, glaube ich. Also 3-mal da. 1, 2, 3. Hat was geleuchtet? Warte. Also, soll ich schon auf das Ding drücken? Quasi, es ist ja so eine Druckplatte. Mach mal. Okay. Es leuchtet rot. Es ist rot. Es ist falsch. Es ist falsch. Es ist falsch. Aber zwei, aber das heißt doch, man muss zweimal auf das? Ja. Ist gleich 2. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber irgendwie klappt es nicht, ne? Aber X ist 2, ich verstehe es nicht. Okay, ich glaube, wir beenden das Video für heute. Wir haben es versucht. Wir sind weit gekommen bis zu dieser Tür. Aber wir können es mal im Livestream zu Ende spielen. Ich spiele es mal im Livestream zu Ende, jetzt mal ich. Falls ihr das möchtet, dann schreibt es. Gebt dem Video einen Daumen hoch oder so und dann, ne, dann machen wir das. Schreibt die Lösung in die Kommentare. Was? Ich hab nichts gesagt. Abonniert Isis und meinen Kanal unten in der Infobox, beziehungsweise meiner ist nicht in der Infobox, meiner ist einfach unter dem Kanal. Aber Isis ist in der Infobox. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!